Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn es erwartet mich gleich Besuch. Sprich, der eine Abonnent ist schon seit 50 Abonnenten dabei, der andere seit 222 Abonnenten. Die zwei hier kommen mich oder uns besuchen, die ihr öfters das oder des öfter in meinem Stream hört. Die können mich besuchen, ja, weil wir zusammen auf das German Race Wars wollen, was hier bei mir in der Nähe ist. Und ja, bin mal gespannt, was wir in den nächsten Stunden so machen werden, was ihr zu sehen bekommt und was nicht. Falls das schon mal chaotisch werden sollte oder ein abgedrehtes Video oder irgendwie keine Ahnung, total durchgepeitscht, entschuldige ich mich jetzt schon mal in der Hinsicht hier. Und freut euch auf weitere Videos, beispielsweise auf weitere Aufnahmen, wie auch immer ihr das Ganze sehen wollt. Aber die Worte, ich habe sie nämlich extra zur Garage geschickt, damit ich mich erstmal hier vor der Haustür nicht blamiere, wenn die kommen hier, die zwei Gestörten. Weil ich habe schon, wie ihr sehen konntet, so eine Live-Standortverfolgung gemacht und mal kurz über WhatsApp gequatscht. Die sind jetzt schon leicht abgedreht und aufgedreht. Mal sehen, ob das überhaupt was Gutes wird hier. Keine 2 Minuten da, macht er wieder alles kaputt hier. Guckst du euch an. Scheiße, wo ist hier die Kacke? Ah ja. Vor allem haben wir hier klassisch mit meinem Pfandbeutel hier daneben gleich. Macht sehr seriösen Eindruck. Soll ich dir mal helfen oder wie sieht's aus? Den kann man nicht mehr. So ein Männerspielzeug. Anne kriegen so Bausteine, wir müssen das jetzt so machen. Ja, da sind mir die Dinger irgendwann mal weg, deswegen trage ich den nur noch so. Der steht eigentlich schon noch hier in der Dings rum, in der Garage rum. Musst du Kabel binden. Ich würde mal sagen, die wird dann erstmal diniert, wa? Wird dann erstmal diniert. Oh, Romantik hier. Geil, Romantik. Busch, warum sind denn auch mal die wegen Menü, oder? Ja? Natürlich. Zu den Mühen gehören Pommes. Erst hat Irschen hier diniert und jetzt fangt ihr auch hier an zu essen, oder was? Schnauze! Was denn? Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal eine kleine Stadtrundführer, wa? Stadtrundtour, oder wie auch immer man das nennt. So, ich mein Essen machen. So, hier gibt es erstmal Eis und Burger. Hab ich gerade eben schon drauf gehabt, aber ist ja egal. Was gibt es noch Schönes? Pommes Fritz. Pommes ist ja scheiße. Heute ein bisschen wolkig. Ist der kalt? Ein bisschen wolkig. Oh, es geht noch. Aussicht, soweit das Auge wieder reicht. Lächel mal! Abonniert Dominik PDM auf YouTube, bitte. Was? Das schneid ich raus. Da sind sie hier, da wollen sie ja Fotos machen und da müssen sie erstmal eine Bedienungsanleitung lesen, dass sie ein paar Fotos machen können. Naja, soll Kunst darstellen. Und falls du hier nicht lesen kannst, guck mal, hier steht extra sogar alles erklärt. Mehr? Ja, ist ein bisschen Kunst hier so. Sollen sie ein bisschen was lesen? Potsdamer tun sich mal ein bisschen bilden hier. Ja, könnt ihr auch mal lesen hier, was da so Schönes steht. Was war das für ein Ding? Der hat sich auf diesen Holzlöffel gesetzt. Auf den Holzlöffel? Ja. Und der ist kacke dran. Geht das Auto gleich 6 Kilometer runter? Hey, der hat auf den Löffel gekackt. Was ist denn? Hier geht das Auto auch gleich 6 Kilometer runter. So was aber auch. Was machst du da? Filmst du schon wieder was oder wie? Ja, natürlich. Ja, hier doch. Muss ja alles aufgenommen werden. Aussicht. Was ist denn? Schöner Finger. Ja, wächst du, Junge. Ja, geil. Schöne romantische Aussicht hier. Ah, ist das schön. Ja, den erstmal kurz ein bisschen durch die Gegend gezeigt hier. So was es hier so für Sehenswürdigkeiten gibt und so Blödsinn. Und also unter, ne, Sophia hat von den beiden, was ich sehr, sehr geil fand, noch ein kleines Geschenk bekommen. Hat sie so ein paar Puppen geschenkt bekommen von Elsa und Anna. Links abbiegen auf Dammweg. Ja, von Elsa und Anna super Geschenke bekommen. Fand ich echt geil von den beiden. Also wenn ihr das Video sehen solltet, auch nochmal von mir nochmal Dankeschön. Ihr habt zwar auch von mir, ne, persönlich noch Dankeschön gekriegt. Aber ja,
Ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und finde ich cool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist ein ganz anderes Gefühl, mit den beiden so irgendwie zu quatschen. Irgendwie. Ich komme mir irgendwie vor, als ob ich mit denen jetzt schon mich 100 Jahre kennen würde. Ja, joa, kann nur besser werden. Auf dem Weg sammeln wir noch einen Kollegen ein, der mit will von mir. Der wollte auch damit. Leider gibt es aber keine Tagestickets mehr. Somit kostet der Samstag-Sonntag-Trip 45 Euro dort die Tickets pro Person. Finde ich ein bisschen heftig für Race Wars. Ja, naja, gut. Muss man jetzt sehen, ob man das halt wert ist, ne? Ob mir das wert ist. Alter. Na. So, jetzt wieder einmal kleine Planänderung. Wir fahren jetzt erst wohin. Dann fahren wir wieder her, machen wir kurz noch was Dings. Also das Tagesticket ist so teuer. Oder es gibt keine Tagestickets mehr, nur noch Samstag, Sonntag. Das ist mir so teuer. Dann machen wir jetzt erstmal was anderes und gehen dann ab 19 Uhr hin. Bis zum nächsten Tag. Und da kommt jetzt das hässliche Kind ins Bild. Ach, aber die Autos wie macht? Das ist doch nicht. Freilich, ne? So, wir gehen hier immer wandern. Opfer Nummer 1. Ach, das heißt ja. Opfer Nummer 2. Der ist aber nicht so faul. Der trinkt die Kleine. Das heißt, hier ist nochmal das Opfer. Der hat einen. So. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Es ist auf der rechten Seite. Ich sehe es gerade. Ja, da würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen, gehen wir mal nach, wa? Da gehen wir mal nach jetzt. Da würde ich jetzt mal nach gehen, würde ich sagen. Sieht interessant aus. Aha. Ja. Da würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt mal hoch. Ne? Komm, ja. So, ich würde mal sagen, Stufe 1 haben wir erstmal erreicht. Aussicht. Guckst du dir an. Warte kurz. Wolkenreich heute. Nee, Sophia, warte kurz. Bildschirm, ne, er wieder. So, sind auf der zweiten Tribüne, würde ich mal sagen. Aussicht hier wieder, soweit das Auge reicht. Hier steht noch ein bisschen was. Steht da. Hinpflanzen. Soll ich sie vorlesen oder kannst du selber lesen? Ich kann lesen. Wir sind auch bald soweit, okay. Sehr schön. Sophia! So, ich würde sagen, wir sind oben. Sophia, bleib bitte hier. Ich würde sagen, wir sind oben. Aussicht, soweit das Auge wieder hier reicht. Ich kann es nicht anders wieder sagen. Hey, wir können ein Video machen. Ja, immer der tolle Pullo. Oh, dein Ernst jetzt? Ja. Och, Sophia, sie muss pullern. Na was denn, von oben nach unten? Oh, schön. Ja, warte kurz, Sophia. Ja, Sophia. Ah, geil. Da geht's runter. Zack. Zack, und jetzt sind wir hier oben. So, hier habt ihr auch noch mal eine kleine Geschmacksprobe, Gossprobe. Gibt's hier noch ein bisschen was zu gucken. Ach, jetzt musst du doch auf einmal pullern. Gibt's was zu ausstechen? Wenn ihr selber hin wollt, Reiseführer Sozi ist für euch am Start. Gibt's hier noch eine freilich. Gibt's hier auch noch ein bisschen was zu lesen für euch. Könnt ihr euch ja das Video anhalten, ne, und hier lesen. Wollen wir jetzt zum Justin gehen, Sophia? Noch irgendwas zur Erinnerung. Finde ich eigentlich schon ganz cool gemacht hier. Gemacht, weil es gibt andere Tickets, die sind vergünstigt, die gehen aber erst ab 19 Uhr. So, da haben wir quasi uns den Tag dann halt so in der Form versüßt, indem wir halt so ein bisschen Blödsinn gemacht haben, waren ein bisschen in der Garage bei den Kollegen gewesen und. Haben ein bisschen gequatscht, die haben mir beim Schrauben zugeguckt, wie ich das so also schraube, mache und tue. Ne? Haben halt viele Ecken und Kanten gelabert, waren halt ein bisschen mit meinem Auto unterwegs, haben ein bisschen da was gemacht. Ein bisschen meinen Subwoofer tanzen lassen und so ein Blödsinn. Ja, weil sie sich halt dafür interessieren. Ja, nebenbei noch ein bisschen so mit meiner Kleinen ein bisschen rumgealbert und gespielt, wenn wir da irgendwie Zeit und Gelegenheit dazu hatten.
Ja, da musste ich ja noch mal heim, weil ich keine Hose vergessen. Da habe ich die Hose vergessen. Ah, es ist wieder ein Hin und ein Her hier. Jetzt sind wir erst auf jeden Fall unterwegs Richtung Race Wars. Und ja, also das nächste Mal definitiv muss da eine andere Planung her. Das ist definitiv Fakt. Und ja, und jetzt fahren wir ein Dreiergespann quasi darüber. Ich habe hinten noch eine Decke mit, falls es doch länger dauern sollte, dass wir dann quasi wenigstens sagen können, wir können da pennen oder so. Ne? Und ja, bin ich mal gespannt, wie es wird. Ich war selber da noch nie. Die Planung ist dieses Mal ein bisschen in die Hose gegangen, sage ich jetzt mal so, ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Egal, auf jeden Fall. Gut, wollte ich euch wenigstens mal auf den laufenden Stand bringen, halten etc. pp. Ich wünsche euch dann viel Spaß bei der Sache mit Race Wars und Film ab. Also ich muss sagen, wir sind jetzt gleich in dem Gebiet hier, also in dem Gebiet sage ich jetzt mal, gleich bei dem Flughafen. Ich muss ernsthaft sagen, bei mir steigt jetzt schon ein wenig die Nervosität, weil ich bei sowas halt noch nicht war. Und Race Wars somit in der Hinsicht, dass es allererste Mal war. Da steht Flugplatz Eisenach. Ich bin schon, ich muss ernsthaft sagen, ein wenig aufgeregt. Schon die ersten Boliden angefahren. Die ersten. Ah ja! Ui, kommen schon die ersten Autos hier. Ui! Oh, da geht doch schon wieder. Da wird doch WW. Wo ist ein WW? Aha. Sehr interessant. Jetzt musst du auf die. Das sind sie ja, die Vollprofis. Wollen sie noch tanken und trinken sich immer gebacken? Die wollen hier nochmal was Nein machen in den ÖSB. Ja, die haben wir aus Polen importiert. Oh, ja. Ich sehe jetzt nicht, ob es nicht, dass die nicht da. Oh, das riecht immer noch schön nach Gummi. Ich will nicht reinstecken, da so eine Klappe. Noch richtig reinstecken. Ja, aber ich glaube, das sollte fest sein, oder? Wackelt vielleicht? Ich weiß nicht, ob das scheiß richtige Ding ist dafür. Das hat der Nachbar einfach hier. Ach so, ja, super. wäre schon sinnvoll, wenn das, ne? Sind sie so die Profis, ja. Ja, dann lass mal die Scheiße. Wollte ich zu Hause mit dem Trichter machen. Wieso? Was ist das Problem, das Ding da drauf zu wirschen? Ey, ich weiß nicht mal, ob das richtige ist dafür. So. Oder hast du. Aber dann mach du mal einen dran. Ja, Freunde, der Kollege da vorne tankt jetzt noch schnell. Ihr seht, es ist schon recht dunkel. Wir sind jetzt von Eisenach wieder zurückgefahren. Und demzufolge ja, macht er jetzt das Ding da nochmal voll, dass er wieder heimfahren kann. Eigentlich gesagt, pass auf, ihr könnt ja noch, wenn ihr wollt, irgendwie noch zu mir kommen oder so. Aber daher möchte irgendwie noch halt, also es ist voll dunkel hier. Daher möchte halt doch lieber halt dann noch... sag ich jetzt mal, oder die beiden wollen halt dann heimfahren irgendwie. Und ja, da fahren sie jetzt nochmal die 3 Stunden wieder nach Hause. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. War doch gut gewesen, dass wir halt dann doch, sag ich jetzt mal, zum späteren Zeitpunkt hingegangen sind und dieses 15-Euro-Ticket genommen haben. War halt in der Hinsicht wirklich sehr, sehr gut gewesen. Weil das, was wir da gesehen haben, hätte sich über einen ganzen Tag hinweg sowieso nochmal doppelt und also verdoppelt und wieder, keine Ahnung, also wiederholt, sage ich jetzt mal so. Nur, dass da noch eine Driftshow mit dabei gewesen ist, aber naja, gut, was soll's. So haben wir die Driftshow zwar nicht gesehen, aber dafür halt Track Racing, Highlights, ihr habt es ja gesehen gehabt, ne? Diese ganzen Sachen wären über einen ganzen Tag hinweg verteilt gewesen und halt Frühstücksbuffet und so ein Blödsinn. Ob man das jetzt nur unbedingt braucht oder nicht braucht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. War auf jeden Fall sehr geil gewesen. Auf jeden Fall werden wir das nächste Mal wieder machen.
Ja, da werden wir doch, denke ich mal, auch ein bisschen mehr Zeit irgendwie mitnehmen oder so, dann auch früh hinfahren und dann halt wirklich vielleicht auch dort schlafen oder was auch immer. Das müssen wir dann nächstes Mal anders planen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat das kleine Video irgendwie ja, gefallen oder gemacht oder getan oder wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, eure Kommentare zu lesen. Ich bin jetzt selber schon ein bisschen kaputt oder müde oder wie auch immer. Ich bin froh, wenn ich jetzt auch da daheim bin. Und dann bis zum nächsten Video und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Und ja, bis dann. Ciao.